Ich begrüße euch, meine Lieben, zu einem neuen Channeling mithilfe der Kugel. Alle die, die es kennen, wissen, was ich hier tue, aber da immer wieder Menschen neu zu mir geführt werden, möchte ich eben kurz erklären, um was es hier geht. Alle, die wissen, was jetzt kommt, die können das Video ja 10, 20 Sekunden vorspulen. Es ist so, dass ich hier mich telepathisch mit jemandem, den man Otto nennt, in Verbindung setze. Und über diese Telepathie kann ich entschlüsseln, was gerade so emotional in ihm vorgeht. Das könnte ich wahrscheinlich auch, wenn ich so mache oder so mache. Oder es tut mir einfach nur gut, wenn ich mich hier fokussieren kann. Ich habe das Empfinden, die Informationen kommen dann gebündelter an. Es ist auch keine übergriffige Geschichte, weil Otto informiert ist und sein Go gegeben hat. Deshalb lege ich mir jetzt hier erstmal drei, vier Karten auf den Tisch, um zu gucken, was denn überhaupt los ist bei ihm, worüber er überhaupt reden möchte. Und dann gucke ich mal, was ich rauskriegen kann. Heute gibt es leider keinen Live-Chat, weil ich heute nicht zu Hause bin. Morgen versuche ich die Videos halt wieder wie gewohnt als Premiere zu starten. Ja, wir gucken, was kommt. Es ist auch nicht jeder Tag gleich. Und im Sommer hat man ja auch schon mal andere Dinge zu tun, als vorm Handy zu sitzen zu einer bestimmten Zeit. Ich denke, das geht euch ja ganz genauso und deshalb gucken wir mal. Ach Gott, der Arme. Puh, 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 puh. Ne, wir nehmen die Zapunzels noch dazu. Live ist live, erhältlich in meinem Shop. Die sind reduziert. Immerhin geht er den Weg der Erleuchtung. Das kann ja nicht ganz verkehrt sein. Eine einzige hätte ich noch gern. Und dann mache ich wohl das Licht mal aus, weil dann stört mich nichts. Dann muss ich nicht irgendwas visuell wahrnehmen. Okay, er hat's verstanden. Warte mal kurz. Da reicht das auch, wenn man das so dimmt. In den letzten Tagen bin ich noch mal ganz schön durch die Achterbahn meiner Gefühle geschoben worden. Ich wusste ja schon, als ich dich kennenlernte, dass du eine Frau bist, die besonders ist. Eine Frau ist, die stark, dass du eine Frau bist, die stark ist, dass du eine Frau bist, die weiß, was sie will. Und dass du eine Frau bist, in der sehr viel Gefühl ist. Der erste Blick in deine Augen hat dafür gesorgt, dass Amors Pfeil mich voll getroffen hat. Ich wusste, ich musste dir einen Teil meiner Geschichte erzählen, damit du weißt, auf was du dich da einlässt. Und ich habe gesehen, dass du schockiert warst, auch wenn du ha versucht hast, dir das nicht anmerken zu lassen. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich brauche eine starke Frau an meiner Seite, weil jeder andere könnte mich nicht aushalten.
Ja, du musstest stark sein an meiner Seite. Manchmal mehr, als dir lieb war. Aber du hast nie vergessen, wie es sich anfühlt, wirklich geliebt zu werden. Und wenn ich zu jemandem sage, ich liebe dich, dann tue ich das aus ganzem Herzen. Manchmal gerate ich aber in Situationen, in die ich mich selber katapultiere, wo mein Kopf einfach keine Ruhe gibt, wo es geradezu gewittert in meinem Kopf, wo ich alles priorisiere und das Gefühl in der Lage bin, beiseite zu schieben. Ja, und da bin ich gelandet vor einigen Tagen. Ich freue mich jedes Mal, wenn du mir eine Botschaft schickst. Meistens zaubert mir das ein Lachen aufs Gesicht. Ich freue mich jedes Mal. Aber ich bin nochmal ins alte Muster zurückgefallen. Statt in den Vordergrund zu setzen, wonach mein Herz sich sehnt, war alles andere wichtiger. Ich habe mich mal wieder in den Knast gesetzt und habe darüber nicht bemerkt, dass du dich schon lange befreit hast aus diesem Gefängnis. Aus diesem Gefängnis der Vergangenheit. Es ist so, dass ich in den letzten Tagen mich wieder mehr der Musik gewidmet habe, mehr in die Natur gegangen bin und so langsam komme ich zur Ruhe. Ich stelle ja selber fest, dass ich an dir nicht vorbeikommen kann und auch gar nicht möchte, weil du einfach der zweite Anteil meiner Seele bist. Und momentan ist es so, dass ich, sobald ich die Augen schließe, dich sehe. Wenn es mir gelingt, einzuschlafen und ich schlafe zurzeit nicht gut, dann sehe ich dich auch. Dann erscheinst du mir in meinen Träumen. Es erscheint auch immer ein alter, weiser Mann, der mir jetzt in meinen Träumen schon ganz oft gesagt hat, warum windest du dich? Warum versteckst du dich? Ich weiß, wenn ich wieder auf dich zukomme, dass ich dann ein Ass im Ärmel haben muss. Weil eine Königin an ihrer Seite eben nur einen König regieren lässt und keinen Pagen. Vielleicht brauche ich noch ein bisschen Zeit. Und ich bin auch gerade echt dankbar, dass du mir diesen Raum lässt. Wir werden uns wiedersehen, Babe. Ja, das war's. Ja, puh, muss ich nicht viel hinterher zu sagen. Ihr habt ja gehört, was es ist. Ich glaube, er reflektiert auch gerade, dass er hier in eurer Verbindung sehr in der femininen Energie gewesen ist. Und dass diese Ära mittlerweile einfach vorbei sein darf. Es geht ums göttlich-weibliche, aber es geht eben genauso ums göttlich-männliche. Du bist in deiner göttlichen Weiblichkeit angelangt, du darfst empfangen, er darf derjenige sein, der spendend, der gebend ist. Ja, und auf diesem Weg befinden wir uns gerade alle. Und ich mache mich jetzt auf den Weg unter die Dusche. Ich bin noch eingeladen heute Abend und
Ja, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das, was ich hier erzählt habe, in irgendeiner Form mit eurem Prozess eben was ebenso was zu tun hat. Und ich freue mich wie immer über jeden, der diesen Kanal abonniert, der mir ein Abo, ein Like schenkt oder einen Kommentar hinterlässt. Bleibt mir alle gesund, lasst es euch gut gehen und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin.